Der Sperling nistet gerne in Dachnischen. Hier ist er vor Witterung und seinen natürlichen Feinden wie dem Sperber geschützt. Vor allem vor Regen und Wind schützt so ein Nistplatz unter dem Dach. In diesem Nest sind etwa 4 bis 5 Junge und die haben reichlich Appetit. Beide Spatzen sind den ganzen Tag mit Nahrungsbeschaffung beschäftigt. Sobald die Spatzeneltern mit dem Futter ankommen, sperren die jungen Spatzen ihre Schnäbel auf. Thank you.